www.onlineradio-düren.de. Telekom Quality Center Jülich, Ihr Kompetenzcenter in der Region. Täglich zwischen 10 Uhr bis 18 Uhr durchgehend für Sie vor Ort. Samstags von 10 bis 13 Uhr. Telefon 02461 939383. Der technische Support ist jederzeit unter 0171 4748 800 erreichbar. Am Sonntag in Sachen Fußball, an dem herrlichen sonnigen Herbstsonntag, wie gesagt, unterwegs. Wir sind in der Kreisliga angekommen und zwar beim Hambacher Spielverein, die heute in der Nachbarschaft in Titz antreten mussten um 15 Uhr. Mehr zum Spielverlauf und zum Ausgang mit dem Trainer Dirk Lehmann. Einen wunderschönen guten Abend. Herr Lehmann. Ja, schönen guten Abend. Ja, 1:1 vorweg, ein Spiel auf Augenhöhe, wenn man das Ergebnis sieht. Ja, definitiv. War ein Spiel, was letztendlich dann auch fair dann 1:1 ausgegangen ist. Man muss sagen, dass wir vielleicht zum Schluss hätten noch ein Tor machen können, aber letztendlich bin ich da zufrieden. Ne? Ja, mit einem Punkt kann man immer zufrieden sein. Man hat es gestern gesehen, Jogi Löw geht mit 0 Punkte nach Hause. Krise beim DFB, Stillschweigen bei den Spielern. Wie sieht es denn in Hambacher Spielverein aus heute in Titz? Wie haben wir die ersten 45 Minuten vollzogen bei diesem herrlichen, sonnigen Herbsttag? Ja, man muss sagen, wir haben im Moment ein bisschen Pech mit den Verletzungen. Das ist von letzter Saison halt. Jetzt fängt das schon wieder an und beim Warmmachen musste dann der Thomas Bössen von mir leider dann, das Spiel leider aufgeben und aufhören. Muss ich dann halt umstellen und ja, aber die Jungs haben dann das versucht, das ist dann halt immer schwierig und dann leider während des Spiels habe ich dann Andy Gürres, der sich richtig wahrscheinlich schwer am Knie verletzt hat. Ich hoffe es mal nicht, aber so sieht es im Moment aus und das würde natürlich ein richtiger Rückfall für mich dann sein. Ne? Ja, zum Spiel, wer ist heute in Führung gegangen? Ja, wir haben relativ schnell einen Fehler gemacht und die Zitzer sind dann in Führung gegangen durch Alberger. Und aber meine Mannschaft hat dann weiter trotz das 0:1 dann nach vorne gespielt, dann haben dann auch ein paar Möglichkeiten uns erarbeitet und erspielt und machen dann auch das 1:1. Ja, und dann war das Spiel wirklich hin und her. Also sowohl Titz als auch wir hatten ein paar Chancen, aber es war jetzt nicht so, dass man sagen muss, da hat eine Mannschaft wirklich verdient gehabt zu gewinnen. Ne? Also wir haben das diesmal ordentlich gespielt auswärts, so der erste Punkt eingefahren auf einem fremden Platz und ja, das lässt natürlich für die Zukunft dann auch aufbauen. Ne? Und bin ich auch völlig positiv gestimmt, dass wir das dann auch mal umsetzen konnten, was wir uns dann wirklich auswärts auch mal vorgenommen haben. Ja, beide Mannschaften befinden sich im Mittelfeld, zwischen 8 und 10 tendiert man hin und her. Die Liga ist ja oben recht verheißungsvoll und wenn man sich die Abstiegszone sieht, da sind zwei Mannschaften zurzeit weit, weit weg. Selbst gerade angesprochen, die Verletzungsmisere hält an oder bricht wieder an bei dir im Hambacher Spielverein. Jetzt nächste Woche das kommende Spiel gegen Kurdistan. Kurdistan ist ein Anwärter auf die Meisterschaft oder Aufstieg eventuell. Wie kann man denn jetzt die Mannschaften also im heutigen Verletzungstag bedingt wieder, sag ich mal, motivieren, selbst angesprochen, um denn zu Hause, sag ich mal, die Leistung abzurufen gegen den starken Kurdistan? Ja, wir haben Kurdistan schon gespielt im Pokal und das war ein absolut ausgeglichenes Spiel mit dem etwas besseren Ende zum Schluss dann für uns. Aber wie gesagt, das hätte auch dann gegebenenfalls auch anders hätten wir ausgehen können an dem Tag. Aber wir werden jetzt Dienstag dann mal schauen, wen wir dann halt beim Training zur Verfügung haben. Wir werden dann gucken, dass das
gegebenenfalls Donnerstag bei dem einen oder anderen dann schon ein bisschen dann wieder besser aussieht. Und dann schauen wir mal, inwiefern und ja, welche Mannschaft wir dann Sonntag dann zum Spiel gegen Kurdistan dann auflaufen lassen. Aber es ist mit Sicherheit auch ein tolles Spiel, glaube ich. Die Kurden sind sehr stark und ich fand die gegen uns wirklich immens stark in dem Pokal und ja, sie spielen auch gut in der Liga und Punkt. Und ich glaube auch, dass sie bis ganz zum Schluss da oben mit mischen werden. Dirk Lehmann, Hambacher Spielverein, heute in Titz den ersten Auswärtspunkt geholt. Vielen Dank und schönen Abend. Ja, gleichfalls. Schönen Abend.